Also ich habe jetzt wirklich gerade gedacht, ich muss euch diesen Witz überbringen. Der ist einfach grandios, ne? Den könnt ihr dann gleich in Verzöchern, ne? Markus, ne? Erzählst den Witz in Verzöchern und ich sitze in der ersten Reihe. Ich schaue mal nach, ne? Ob das da passiert. Der ist so geil, der Witz. Das müsst ihr machen. Pass auf, das geht so, ne? Außerdem ist dann LGBT dabei, ne? Da ist auch LGBT dabei. Das Thema ist dann besetzt. Ihr wisst ja, ne? Die Sanduhr. Habe ich erzählt, ne? Also stelle ich mir gerade so vor, wie du da vorne auf der Bühne stehst, ne? Mal schauen, was du dann wieder so für ein Outfit hast, ne? Und dann das ganze Auditorium ist schon ganz gespannt, was jetzt kommt, ne? Da musst du als erstes, bevor es losgeht, ne? Wenn die Interessenskurve am höchsten ist, ne? Dann will ich diesen Witz hören. Ja, du kannst es nicht, brauchst nicht wörtlich übernehmen, aber sinngemäß, ne? Ich habe jetzt auch keine Textvorlage, ich spreche das einfach mal so aus dem Stegreif. Du besetzt also jetzt das LGBT-Thema, ne, polemisch und fängst an und sagst: Ja, Leute, ihr wollt doch schon immer wissen, ne, was die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind. Dann hast du schon mal einen ersten Aufmerksamkeitspeak, ja. So, Mario Bar-mäßig, ne? Das ist das Thema sowieso, ne? Die Unterschiede, ne? Und dann gucken alle und hören, ne? Und lassen ihre Weingläser mal kurz stehen und gucken auf dich drauf, ne? Das ist dann immer gut, ne? Das tut auch gut, ne? Wenn die Leute auf dich gucken, ne? Ich habe das ja gesehen. Ah, bei deinem Parteitag, ne? Das hat mir fast leid getan. Also die ersten 3 Minuten, ne? Da hat dann immer die Kamera in die Zuschauer rein, ja, sag mal, reingeschwenkt, ne? Und dann waren die Leute drin gesessen. Ich habe das hier gesehen. Ne? Die einen haben sich mit dem Nachbarn unterhalten, ne? Das waren meistens die Frauen. Der eine hat auf sein Handy rumgedattelt, ne? Und Alexander war so in sich versunken, ne? Ich weiß nicht, was er gerade gedacht hat. Das war eine sehr, sehr schwache Aufmerksamkeitsstudie. Das würde mir ja schon leid tun, ne? Wenn ich da vorne stehe und erzähle da, was mir ganz wichtig ist, ne? Gerade am Anfang der Rede. Der Saal ist dann völlig durcheinander, ne? Einer sitzt schräg im Stuhl, ne? Und einer geht raus, ne? Aus meinem Saal, wenn ich rede, ja? Dann gehen die Leute nur raus, wenn ich sie rausschmeiße, ne? Vorher nicht, ne? Ja, also ich würde das sowieso ganz anders handhaben, ne? Also wenn der Ministerpräsident spricht, ne? Wenn der Ministerpräsi spricht, dann ist vorbei mit Chips und Skype mit der Freundin und irgendwas, ne? Und rumdaddeln. Gibt es dann direkte Regelungen, ja? Regelungen, ne? Ah. Das kennen wir ja, die Regeln, ne? So die Heteronormativität und so, ne? So Regeln gibt es dann, ne? Mein erster Satz wäre, so Leute, ich stehe jetzt hier vor euch. Ja? Und ich habe jetzt hier eine Rede ausgearbeitet, ne? Nachts, ne? Meiner Freizeit, weil ich ja tagsüber noch was machen muss, ne? Für euch dann. Eine Büttenrede, ne? Und jetzt will ich die Aufmerksamkeit, ne? Von euch, ne? Immer, ne? Auch wenn ich beim Parteitag bin, ne? Was auch meistens eine Büttenrede ist, ne? Ja, also Spaß muss sein, ne? Na gut, auf jeden Fall will ich haben, dass ihr jetzt entscheidet, ne? Wer kein Interesse hat, der soll den Saal verlassen. Ne? Ganz despotisch, ne? Könnt ihr mal der A-Partei was vormachen, ne? Was ihr könnt, ne? So. Dann stehen die auf, die gehen. Und wenn die sitzen bleiben, dann unterliegen sie dem Anwendungsbereich meiner Regel. Und die heißt: Handy aus. Ne? Und am besten, wenn sie eingesammelt, ne? Die Handys werden eingesammelt. Da kommt dann die Saalaufsicht, ne? Die sind beschriftet mit CSU. Kleiner Witz, ne? Okay, also, mein Handy eingesammelt. Alle Smartphones, Tablets, alles, was irgendwie so rumfunkelt, ne? Kommt von den Tischen weg. So, erste Regel. Zweite Regel: Essen.
Ich könnte zu Hause. Ja, ich konnte in meiner Schule auch nicht essen. Ja, ich kann mich noch erinnern, ne? Ich war in der Realschule. Ne? Ich bin so hochgebildet. Ne? Doch, das war gut, die Schule. Wirklich, sehr gut. Muss ich sagen, doch. Ihr seht ja, dass aus mir was geworden ist. Ne? Auf jeden Fall bin ich da wirklich mal aus dem Erdkundeunterricht gegangen und habe dann, wir hatten so einen Verkauf, dann konnte man sich was zu trinken holen. Ich habe mir so eine Bananenmilch geholt mit Strohhalm. Ne? Die gab es da immer. Die hat gut geschmeckt. Da bin ich echt mal auf die Idee gekommen, ich gehe mal aus dem Unterricht, weil ich wirklich ein bisschen vertrocknet. Und das hat der Lehrer gemerkt. Ne? Oh, böse. Der hat mich fast gefressen. Hast du dir jetzt die geholt? Ich habe es natürlich versteckt. Ne? Ich habe es dann unter meinem Kittel irgendwie versteckt, einen Pullover. Und habe dann angefangen, aber dann werden Unterricht an dem Strohhalm dann zu ziehen. Ne? Und das hat er gesehen. Ne? Hast du dir die jetzt geholt? Ne? Wann war denn das? 1980 oder so, ne? Das war 1980, ne? Ja, okay, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ne? Oh, oh. Ja, und der Ministerpräsident soll sich das gefallen lassen, ne? Wenn es noch nicht mal die Schüler dürfen. Wie seid denn ihr erzogen worden? Was haben für Schulen habt ihr besucht, ne? Muss ich mal nachfragen, ne? Und seid ihr meistens älter als ich, ne? Na, ich bin ja schon ein älter, ne? Ich bin ja schon, ne, wie die mal sagen, ne? Ja, ich bin schon älter als der Herr Markus Söder, ne? Ja, aber nicht viel, ne? Nicht viel, nur ein bisschen. Er müsste mich also zuerst grüßen, wenn ich ihn sehe, ne? Wenn man das als Parameter nimmt. Also alles Essen weg, ne? Essen, ne? Das ist sozusagen das schlechtes Management meines Essens, ne? Schlechtes Timing, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich muss jetzt den Herrn Söder zuhören, dann weiß ich, dass ich vorher was essen muss, wenn ich vorher Hunger habe. Dann fange ich nicht an und mache vorher was anderes, was mir wichtig ist. Und dann sage ich, naja, das nehme ich jetzt was zu essen mit. Dann kann ich dann bei Markus Söder essen, habe ich genug Zeit, ne? Das gibt's nicht. Ne? Da wird nicht gegessen. Ne? Das ist Disziplin, der CSU beim Zuhören. Was soll denn das? Kommen da hin, ne? Also, Essens... Reste von zu Hause nicht mitnehmen, ne, von vorgestern und dann beim Parteitag verspeisen, aus dem Krümel alles voll, ne, und dann so Tisch ist fett und wird alles vollgetatscht mit dem Smartphone und iPhone und Tablet, und alles vollgebabbelt und ne, das ist alles immer so irgendwie, das geht ja gar nicht. Ne. Und dann wird zugehört, indem der Kopf Richtung Ministerpräsident zeigt. Und wer wegguckt, länger als 3 Sekunden, fliegt raus, ne? So geht es, ne? Das wird militärisch gemacht, ne? Ja, ich war mal in München, ne? Da war eine freiwilligen Annahmestelle Süd, ne? Leopoldkaserne. Wann war denn das, ne? Muss ich überlegen. Irgendwie so 85 rum. Wollte ich mich halt bei der Bundeswehr, und natürlich voll den Fehler, hab dann später verweigert, ne? Weil das war dann nicht so mein Ding, ne? Und dann lieber Zivildienst gemacht. Ja, und dann waren wir in so einem Raum gesessen, ne? War noch nie in so einem bundeswehrähnlichen Objekt da drin, ne? Noch nie, ne? Ja, sah wie so ein Schulraum aus mit der Tischen, da waren da vorne dran gestanden, da ausschaut wie so ein Offizier, hat eine Uniform angehabt. Ne? Und alles so junge Kerle, so 18, ich war ein bisschen älter, weil ich war ein bisschen spät dran, mich haben sie ja nicht gezogen, deswegen wollte ich dann verweigern. Und dann habe ich gesagt, ich will gar nicht mehr hin, wenn sie mir nicht ziehen. Auf jeden Fall, sagt er dann vorne, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Ne? Wir hatten also ein Papier auf dem Tisch, ne? Und dann haben wir so einen Kugelschreiber auf dem Tisch, das haben sie schon vorher hingelegt. Ne? Und dann sollten wir dann irgendwas hinschreiben, ich musste mal was mal aufschreiben sollten, eine Frage gestellt. Und dann hatten die das alles draufgeschrieben, ne, auf dem Papier. Und dann hat der vorne gesagt, also das ist wirklich authentisch, ne? Ich erzähle euch keine Märchen. Ne? Und jetzt legen wir den Kugelschreiber rechts neben das Papier. Das war wirklich so. Ich vergesse das nie, ne? Das kann aber nicht wahr sein. Ich habe mir dann überlegt, wenn dann einer hergeht und legt links neben das Papier, was passiert denn dann, ne? Oh Gott, das kann nicht sein. Also bist du immer falsch, ne? Auf jeden Fall, trotzdem würde ich sagen, die Leute, die hier zuhören, die schauen mich an, ja? Dokumentieren ihre Interessen. Und wenn einer wegschaut, dann gibt es eine, ne?
Die Kameras halten ja alles fest. Es wird dann natürlich alles gefilmt, wenn ich spreche. Ne? Und wenn der Ministerpräsident spricht, weil ich will dann irgendwann vertreten, das muss dann geübt werden. Ne? So, und dann kommt, wird es mit Kameras gefilmt und die können das genau erkennen. Ne? Die werden also geeicht auf das Gesicht. Ne? Ja, die werden Gesicht. Die kriegen natürlich feste Sitzplätze. Und was glaubt denn ihr? Glaubt ihr, könnt euch hinsetzen, wo ihr wollt? Könnt ihr vergessen? Alles nummeriert, ne? Sitzen alle auf ihrem Platz, ne? Der Hermann und die Ilse Aigner, ne? Und die Hummel sowieso, ne? Und unser. Ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, ne? Sonst wird es ja interessant. Auf jeden Fall. Dann haben die ihren Platz eingenommen. Ja? Und bevor ein CSU-Parteitag stattfindet, werden alle, ja, mit der Kamera erfasst. Also, ich meine, das ist wie bei einer Premiere bei einer Theateraufführung, ihr müsst es vorstellen. Da kommt dann praktisch die Premiere, ne, die dauert dann so eine Viertelstunde nur, wird dann nur simuliert, ne? Da kommt dann so ein Klon von dem Ministerpräsidenten, das fällt dann nicht auf, weil er sagt dasselbe. Ne? Und dann schaut ja sowieso keiner hin, ne? Deswegen fällt es nicht auf, wenn er anders aussieht. Ne? Und dann wird es also simuliert und dann schauen die alle Richtung Ministerpräsident. Ne? So, und dann wird es praktisch von den Kameras, das ist also digital überhaupt kein Problem, das stellt dann ein digitales Feld, das Gesicht kann erkannt werden, wird in der Datenbank abgelegt. Und die müssen also alles während dieses Tests natürlich auf einen Punkt schauen, wo dann der Ministerpräsident steht. Ja? Der muss dann genau da stehen. Das ist bei einer Talkshow auch so, da ist immer ein Kreis, wo du dann draufstehen musst, ne, damit das Licht passt. Du musst dann mit dem Licht stehen. Ne? Ja, und dann schauen die alle und dann wird es gescannt. Ne? Und dann weiß die Datenbank, da sitzt die Ilse, da sitzt dann der Blume zum Beispiel. Ne? So, und dann macht die eine Kalibrierung, ja, die Software, und sagt, das Gesicht habe ich jetzt kalibriert, das schaut jetzt in die Richtung, mit Namenszuweisung, ne, wird der Name praktisch abgespeichert. Und dann wird praktisch dieser Status Quo, ne, dieser Referenzaufnahme, wird dann praktisch genommen und wird gesagt, okay, alle wieder diesen Platz einnehmen, alle in die Richtung schauen. Ne? Und da heißt es dann, da gibt es ein Signal, ne? Wie in der Fabrik, kennt ihr die Sirene? Ne? Kennt ihr die Fabrik-Sirene? Ich kenne die, ne? Ich habe dort gearbeitet, ne? Ich habe alles durchgemacht, ne? Ich war alles, ne? Studentenzeit. Ne? Natürlich nicht als Student, ist ja scheiße. Ne? Ich habe dann einfach meine Studentin genommen in den Hörsaal. Ne? So viel spannender. Okay, auf jeden Fall, da gibt es eine Sirene. Damit jetzt ein bisschen auch das Arbeitsleben simuliert wird, weil die wissen ja gar nicht, wie arbeiten geht. Ne? So, und dann schauen die in die Richtung, wenn es regnet geht. Ja? Und ab dann zählt's, wer seinen Referenzpunkt nach 3 Sekunden verlässt, dann schlägt die Software Alarm. Ne? Ja, und dann kann natürlich der User, ne? Also das heißt User, ne? Der Benutzer, müsst ihr euch also mal lernen, ne? Also User heißt es in der Datentechnik, ne? Wir haben ja Digitalisierung, ne? Haben wir kein Digitalministerium, da muss ich wegen Nachhilfe geben, ne? Dann kriegt er praktisch, also der User von dieser Software, ne? Von dieser Engine, ne? Von dieser genialen Datenerfassung, ne? Das kann natürlich dann der Ministerpräsident, ne, dann, also wenn er es nicht selber bedienen kann, dann hat er dann seine EDV-Spezialisten, ne, dann sagt er, ne, Programm A, ne, und das Programm A aufrufen heißt zum Beispiel, ne, keine Errormeldung ausgeben, öffentlich, ne, keine Saalentfernung, kein Rauschmiss, ne, getarnte Auswertung. Das heißt, die müssen dann, ne, einfach das machen, ne? Aber es wird nicht kontrolliert. Ne? Das ist ja der Trick. Ne? Den Menschen die maximale Freiheit lassen, damit er denkt, er kann machen, was er will, aber trotzdem abhören. Ne? Ist doch schön, oder? So, dann heißt es dann praktisch, wir machen das zwar, aber es ist nicht so streng, ne? Macht halt, was ihr wollt oder wie ihr euch spannt, aber wir wollen das schon, ne? Wir wollen schon, dass das so klappt, ne? So wie das soll bei der Frauenquote, ne? Das ist ein Soll, ne? Wir wollen das halt, ne? Und dann kann man übrigens am besten überprüfen, ob jemand linientreu ist, ne? Habt ihr das gewusst, ne? Habt ihr gewusst, dass ihr am besten prüfen könnt, wenn jemand linientreu ist, wenn er keine Regeln auflegt, ne?
Wenn er nämlich es wirklich erfüllt, gewissenhaft, obwohl er es gar nicht muss, ne, dann ist es auf jeden Fall ein Linientreuer, ne? Wenn ihr Regeln aufstellt und er macht, dann könnte es sein, ne, dass er das nur widerwillig macht, ne? Gegen seinen Willen, ne? Ist gar nicht gut. Das ist keine authentische Aussage. Ja? Dann, dass er was lernt, ne? Dass er was lernt. Genauso ist es bei den Beziehungen, ne? Wenn ihr keine Regeln aufstellt, ne? Dann wisst ihr, ob die Frau bei dir bleibt freiwillig, ne? Das ist doch interessant, ne? Das ist so spannend. Wenn ich die Regel aufstelle, habe ich natürlich ein Problem. Ne? Das kann sein, der hat jetzt meinetwegen eine Yacht am Mittelmeer, ich muss bei dem bleiben. Ne? Das kann ich ja nicht sagen, dass ich jetzt lieber ab und zu mal ins Swingerclub gehe. Ne? Könnte das sein, dass er gesagt hat, pass auf, wir müssen treu sein. Ne? Wir müssen treu sein. Regeln, ne? Dann sagt die sich, das will ich eigentlich gar nicht. Ne? Aber das kann ich ihm nicht sagen. Ich will mit der Yacht am Mittelmeer rumsegeln. Ne? Und dann habe ich dann so eine Frau am Bein hängen, ne? Die dann eigentlich mich gar nicht will. Ne? Ja, das ist nicht gut. Ne? Und dann muss ich halt einfach einen Trick anwenden. Ne? Ich muss dann sagen, pass auf, wenn sie fragt, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel wollte, dass sie treu ist, ne? Wenn wir das wünschen würden, und dann muss ich sagen, dann sage ich eben keine Regeln. Ne? Dann lasse ich sie halt, du kannst machen, was du willst und so. Ne? Und dann, wenn ich nach 3 Wochen, wenn ich merke, dass sie eigentlich gar nicht so, dass sie ein bisschen polygam ist, ne? Dann sage ich halt, jetzt habe ich gesehen, ne? Du bist da eigentlich mehr so drauf, ne? Das will ich eigentlich nicht. Ne? Dann kann ich mich mal trennen. Ne? Ist das nicht genial? Leute, habt ihr was gelernt? Ne? Und genauso machen wir das jetzt hier mit dem Programm A. Das Programm A ist es praktisch so, dass du praktisch sagen kannst, das ist halt ein Soll, ne? Ein Soll. Und dann wird es aufgezeichnet, wenn die 3 Sekunden weggucken, ne? Oder 4 oder 5. Da gibt es dann Bewertungen, ne? 10 Sekunden mit dem Nachbar geschwätzt, dann gibt es eine Note. Das ist eine Software, das ist doch genial. Da kann ich genau gucken, wie viel Minuten oder Sekunden, ne? Der Joachim eigentlich zugehört hat, ne? Obwohl, der hat eigentlich immer gute Noten, ne? So wie er ausschaut, ich habe jetzt hier gerade so ein Bild vor mir. Doch, das ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Also ich meine, erinnert mich an jemanden. Wir haben im Nebenort so einen neuen Dorffacher bekommen. Der schaut genauso aus, ne? Und wenn er jetzt lacht, dann ist es natürlich schlecht, wenn er lacht. Ne? Also können wir über den Pfarrer lachen, das geht überhaupt nicht. Ne? Warum ist das eigentlich eine negative Konnotation? Ne? Das ist ja was Positives. Ne? Also jedenfalls, dann können wir Bewertungen machen und dann können wir das auswerten. Ne? Das ist eine Auswertung. Du. Was das alles ergibt. Eine Top-Liste, können wir eine Rangliste machen. Eine Rangliste, eine Top-Liste. Top 10, ne? Top 10 der Nicht-Zuhörer und Top 10 der Gucker, ne? Vielleicht sind schon manche gestorben, schon steif. Ne? Das kann die Software nicht auslesen, das muss noch eingebaut werden. Ne? Ja, das ist halt noch, es gibt ja immer diese Verbesserungsgeschichten, ne? Denn die Updates, ne? Müssen wir halt einfach gucken, dass wir das nicht immer dranbleiben am Ball, ne? Dass wir immer mehr erfahren, ne? Von dem zukünftigen Aspiranten, der uns dann nachfolgen will. Das ist ja ganz wichtig. Ja? Und dann kann man natürlich verschiedene Stellen, ja? Das kannst du genau feststellen, wann ich gesagt habe, ne? Zum Beispiel, wir müssen mehr, keine Ahnung, ne? Und dann passiert da was. Und dann kann ich dann der Aussage, der jeweiligen individuellen Zeitpunktaussage, auch wieder eine, das ist ein böses Tool, ne? Ein Snapshot zuordnen, eine Aufmerksamkeitsrangliste. Dann kann ich sagen, okay, ich habe gerade gesprochen von Außenproblemen, ne? Also von Berlin zum Beispiel. Ne? Sind sie alle eingeschlafen? Ne? Das kann ich auswerten. Ne? Wer ist zuerst eingeschlafen? Ne? Wer ist später eingeschlafen? Ne? Oder ich habe gerade gesprochen von Klima. Ne? Kann ich auch wieder auswerten. Ne? Wer hat zuerst seinen Kopf hängen lassen? Ne? Und wer später? Ne? Wer ist resistenter? Hat länger ausgehalten, das Thema? Ne? Merkt ihr, was ihr da auswerten könnt? Das ist unglaublich, ne? Ja, und das will ich haben, wenn ich spreche. Ne? Das will ich, ja, solche Geschichten. Ne? Und dann müssen die zuhören, ne? Oder Programm B, ne? Sirene, ne? Nach 3 Sekunden. Programm B, nach 3 Sekunden, Sirene. Ne? Aber ich darf natürlich nicht stören. Das ist ja dann schlecht, wenn die stört. Ich muss es so machen, dass die irgendwie am besten so, die kriegen alle so ein
Kopfhörer ist schlecht für die Optik, ne? Wenn dann die Kamera schwenkt von Phoenix irgendwie dann reinschwenkt oder so, ne? Vielleicht so kleine Ohrsteckerli, ne? Und dann kommt dann ein Piepsgeräusch, ne? Sobald die 4 Sekunden weggucken, dann piept es im Ohr, ne? Aber so richtig bäh, ne? So richtig Frequenz, ne? Und dann zucken die zusammen, ne? Und die nächste Steigerung wäre dann so kleine Elektroschocks an den Stuhl, ne? Ohohoho. Dann zucken die so und dann geht der Kopf wieder hoch, ne? Ist das schön? Könnt ihr alles einbauen, ne? Das sind so feine Sachen, ne? Ja, also auf jeden Fall finde ich das sehr wichtig, sowas zu machen. Also es wäre schon mal das Erste, was ich in dem Digitalministerium einbauen würde. Ja, absolut wichtig. Und dann würde ich hergehen und ja, die ganze Geschichte verkürzen, ne? Nicht so lange reden. Ne? Die wollen ja auch noch Sektglas halten und ein Buffet, und das ist auch wichtig. Ne? Nicht nur reden, reden, reden. Ne? Buffet, also das ist wichtig und das muss auch Spaß machen. So, ihr müsst da mehr Entertainment machen. Das habe ich vermisst. Ne? Also ich habe stundenlang zugeschaut und es war so, oh, es ist schon schwierig, selbst wenn ich halt wirklich also zuhören will. Das war dann schon sehr, sehr langatmig. Da müsst ihr irgendwie die Leute zwischendurch unterhalten. Macht doch immer irgendwie so, naja, also so irgendwelche Unterhaltungseinlagen dazwischen. Ich muss dann so stur steif sein, ne? Könnte mal so ein paar Go-Go-Girls tanzen lassen zwischendurch, ne? Und für die Frauen auch was, ne? Dass sie wollen Spaß haben, ne? Irgendwie, keine Ahnung, ne? Dass es ein bisschen Action da ist, ne? Wir sind ja nicht ne, bei einer Beerdigung, ne? Sachthemen, ne? Das ist das eine, ne? Aber Leben ist das andere, ne? Und man überlegt, ne? Wenn man so verzögern ist oder so, oder auf irgendwelchen Bällen, ne? Ich kann ja, wenn ich so Namen eingebe von euch, ne? In Google, ne? Bildersuche, Namen, ne? Kann ich jetzt irgendwie einen Namen eingeben, ne? Den Nachnamen, ne? Und Frau, ne? Also die drei Wörter, Nachnamen, ne? Und Frau, ne? Dobrindt und Frau, ne? Zum Beispiel nur, ne? Bildersuche, ne? Bäm! Ne? Da habe ich die Ballbilder, ne? Ballkleider, ne? Frauen im Arm. Dann muss ich mal gucken, ist es jetzt eine Frau oder eine andere Frau? Aber man muss halt ein bisschen recherchieren, ne? Das ist schon wichtig. Eine Datenauswertung ist wichtig, ne? Und das sehe ich halt immer. Die Leute sind ja ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen, ne? Das ist ja wie bei den Promis, ne? Wenn sie sich irgendwie da auf den Filmfestivals treffen, ne? Ja, und da werden doch dann auch die Deals gemacht, ne? Na klar, ne? Gerade da, ne? Ja, also wenn das so ist, ne, dann könnt ihr doch auch, wenn ihr beim Parteitag sitzt, ne, so ganz trocken, ne? Dann könnt ihr doch da auch ein wenig Spaß haben, ne? Wenn es das sowieso andersrum auch so geht, ne? Das ist ja irgendwie logisch, ne? Auf jeden Fall, ne? Ich sage jetzt mal so, ich wollte euch einen Witz erzählen, ne? Jetzt muss ich euch langsam mal jetzt wieder mal entlassen, ne? Sonst kriegt ihr noch irgendwie Sucht nach mir, ne? Auf jeden Fall kriegt ihr jetzt praktisch einen Witz erzählt, ne? Ich wollte ja einen Witz erzählen, bin abgeschweift, das kommt halt so, ne? Weil wenn ich euch sehe, dann fällt mir so viel ein, ne? Wenn ich euch sehe, es ist so schön, ne? Dann fallen dann zu jedem die Geschichten ein. Ne? Das ist einfach so herrlich. Ne? Das vermisst man die Leute so richtig, wenn sie dann irgendwie da abgewählt werden. Ne? Auf jeden Fall abgewählt. Ne? Gutes Stichwort, ne? Der Witz. Ne? Wir müssen gucken. Den Witz muss ich jetzt ein bisschen erzählen, dass er halt ein bisschen gut rüberkommt. Du kannst dann ein bisschen Performance reinbringen, Markus, ne? Wenn du das erzählst. Du kannst das ja gut. Aber sinngemäß muss ungefähr so sein. Der Unterschied zwischen Mann und Frau ist erklärt dadurch, ne, dass wir einen Test haben, ja, und das ist ganz einfach, ne, das ist der Merkel-Test, ne, der Merkel-Test, und der funktioniert so, ne, ja, der Lackmustest ist immer dann, wenn du zur Wurst gemacht wirst von der Frau Merkel, ne, und danach, das ist so ein bisschen Zeit, ne, so eine Phase, das muss dann ein bisschen, bis die Viren dann so wirken, ne? Das dauert ein bisschen so eine Zeitphase, bis der Bacillus sich ausgebreitet hat, ne? Und dann kommt praktisch, ne, das Ergebnis von dem Lackmustest, ne? Ob du ein Mann oder eine Frau bist, ne? Ja, und wenn du eine Frau bist, ne, dann bist du halt, dann veränderst du dich halt nicht, ne? Und wenn du ein Mann bist, ne, dann bist du halt dann die Conchita Wurst, ne? Ja, es ist schön, ne? Wenn du eine Frau bist, dann wächst du halt kein Bart, ne?
hast, ne? Das ist halt dann, du bist halt eine Frau, ne? Das ist halt so. Du leidest halt auch sehr, ne? Sehr empathisch, ne? Das versteckst du halt, ne? Und der Manfred, das ist ein richtiger Mann, ne? Ja? Dann, ja? Wenn die Merkel zuschlägt, ne? Dann Conchita Wurst, ne? Das ist schön. So, und das erzählt er jetzt, ne? In Pfalz-Zürchheim, dass die Leute von den Bänken fallen, ne? Das will ich sehen. Und wünsche euch ein gutes Gelingen. Ne? Vielleicht melde ich mich nochmal. Ich weiß nicht, wenn mir was einfällt. Ne? Man hat ja immer was auf dem Herzen. Ne? Das ist schön.